Wir verpissen uns. Bis dann. Ach, was hast du mir denn hier hingelegt, Dörrchen? Die Dinger sind ja hart wie Kruppstahl. Das sind Muffins. Das ist Munition. Boom. Damit hätten wir den Krieg gewonnen. Was machst du denn schon wieder für ein Gesicht? Ich hab gerade an dein Essen gedacht. Seit Cem meinen Brief verbrannt hat und mich total scheiße findet, will ich nur noch sehr langsam und schmerzhaft sterben. Was machst du? Ich warte, dass ich sterbe. Das mache ich, seitdem ich in diesem Hause wohne. Und jetzt Rückzug. Opa hat Stuhlgang. Gute Überleitung, Spasti. Mach mal die Musik leiser, ihr Kollacken. Mann, Hermi, du störst. Nicht nur Türken, auch noch Homos. Nicht gehen, bitte, Herr Schneider. Er hat eine Waffe in der Hose. So genau wollte ich das gar nicht wissen, Freundchen. Und lass nur die Musik laut, damit man nichts hört. Doris! Mädchen! Sei gut, ich bin's, Lena! Meine Enkelin studiert in Braunschweig! Mich schlägst du nicht rein! Scheiße. Vielleicht ist das der richtige Moment, meiner Mutter zu sagen, dass ich das Studium geschmissen habe und pleite bin. Ich? Vielleicht doch nicht. Wo ist er? Oh Gott, ich hab ja immer gesagt, diese Familie bringt mich irgendwann um. Wie läuft's denn in der Uni? Frau Schneider, Sie sind wieder durchgefallen. Ja, der erste Schein dauert ja immer ein bisschen länger. Aber nicht 9 Monate. Woraus besteht ein Fahrrad? Ihre Antwort: aus Bambus. Wie fanden Sie mein Gedicht über Stahlkarosserien? Sie sind viel zu kreativ für dieses Studium. Andere, die zeichnen Autos, und Sie malen Flugkörper mit Federn und mit Teufelshörnchen. Wenn man von Ihnen ein Essay verlangt, dann schreiben Sie Lyrik. Ja, mir ist das manchmal einfach ein bisschen zu viel Physik und Technik hier. Sie werden niemals eine Maschine bauen, um genau zu sein. Ich hoffe, dass Sie niemals eine Maschine bedienen müssen. Das sagen Sie mir, nachdem ich hier fast 9 Monate meine Zeit totgeschlagen habe? Raus! Ja, läuft, Uni läuft, läuft. Hat es recht, in der Branche können Frauen noch richtig was rocken. Cem, du hast mir dein Halbjahreszeugnis immer noch nicht gezeigt. Habe ich oben. Nicht schlecht. Kriegst du so auch ein Vordiplom hin? 100 Euro. 50. 20. Okay. Tee. Nee. Nö. Verarscht er die? Ihre.